In Stuttgart haben sie einen Sackbahnhof. Fährt man mit der Schwäbischen Eisenbahn in die Spätzle-Metropole, kommt man nur rückwärts wieder raus. Auch beim örtlichen Fußballclub haben sie das mit dem Rückwärtsgang perfektioniert. Kein Wunder. VfB-Schaffner Hüb arbeitet gern nach hinten. Die Null muss stehen, erst recht im Abstiegskampf. Das Problem, sie steht nicht. Und wenn, dann nur vorne. Null Stürmertore 2015. Vielleicht, weil zu viele Nullen auf dem Platz stehen. Wären die Angreifer mal so kreativ wie die Fans? Lass mich spielen, ich kann's besser als die Ibisevic. Die nächsten Stellengesuche sind schon in Arbeit. Stell mir einen Strafraum für eine Portion Maultasche. Bin preiswert. Und mach den Rasen nicht kaputt. Den Robin lässt das alles kalt. Der Sportdirektor packt die Krise lieber mal in Watte. Solange Hüb Überzeugung hat, sind auch wir von ihm überzeugt. Das Problem, ganz so sicher ist sich der Hüb inzwischen auch nicht mehr. Ich bin keiner Messias, oder habe ich etwa Sandalen an? Nein, das sind meist Turnschuhe. Und mit denen tritt er seinen Spielern besser mal in den Allerwertesten. Sonst wird der VfB bald eine Etage tiefer gelegt und nicht der Hauptbahnhof. Stuttgart 21. So haben sie sich das eigentlich nicht gedacht. Aber vielleicht muss man ja erstmal abtauchen, um dann wieder mit Vollgas zu erscheinen. Im Vorwärtsgang.